einen Klettersteig beim Sonnenaufgang zu klettern, steht schon ewig lang auf meiner Liste. Und genau deshalb habe ich die Chance genutzt, wie mir die Simone und der Silvian gefragt haben, ob ich nicht Bock habe, mitzuklettern am Loser Panoramaklettersteig. Aber zuerst haben wir die Mädels einmal ein bisschen motivieren müssen, denn vor diesem Klettersteig habe ich ziemlichen Respekt gehabt. Was auch nach wie vor immer noch so ist. Habe ich auch ein bisschen schmunzeln müssen, ja. Aber scheiß da nicht so ins Hemd. Mein Gott, B ist nicht schwieriger, nur weil es finster ist. Ja, man sieht halt einfach weniger. Klettersteig, die hätten wir schon mal gehabt in die Ruhe, den was wir leider nicht geschafft haben. Aber da ist ja auch so die Düsen gegangen. Aber du schaffst es schon. Nachdem wir die Mädels überzeugt haben, sind wir um 2 in der Früh am nächsten Tag losgefahren. Ins Salzkammergut. Ich rede jetzt gar nicht mehr zu herum. Film ab. Viel Spaß mit den wunderschönen Aufnahmen von diesem grenzgenialen Klettersteig. Da müssen wir auf. Das sieht man wahrscheinlich nicht auf der Kamera. Irgendwie da müssen wir es auf. Ja. Und ich sag's gleich mal dazu, es war nicht meine Idee. Es war die Idee von dir zwei Menschen, oder? Naja, das grinsen. Die ist sportlich. Ich bin nicht sportlich und die habe ich auch nicht. Ich schätze mal, wir müssen auf, oder? Da ist der Einstieg. Ja, nein. Wo ist dann das bekannte Loserloch? Ist da irgendwo, oder? Da dahinter wahrscheinlich. Oder sehen wir vielleicht erst später, wenn wir runtergehen oder so. So, ab geht's. Komisches Gefühl, ich sag's euch. Da haben wir nochmal die Topo. Am Anfang gleich mal D. Da mitten ist ein D und am Schluss ist ein D. Doppel D, C, Y, Z. Das fängt schon gut an. Liegt mich am Zückerlehrer. Nee. Eltern haften für ihre Kinder. Bitte nicht nachmachen. Boah, ich weiß gar nicht. Man muss ja auch dazu sagen, die Simone ist ein richtiger Zwerg. Ja, willst du sie jetzt anstreuen? Ja, Alter, ich sieh da nicht um. Geh, geh in der Nacht, haben sie gesagt. Ja, wohl, da geht's ja wieder dann. Ja, ja, das kann. Da wollte ich um, aber ich will sie nicht rausgehen. Jawohl. Ja. Dann geh ich weiter. Ich fühl's. Sorry, dass du so warten musst, gell? Kennst du das Gefühl, wenn die Unterarm so... Ja, kenne ich. Habe ich schon ewig nicht mehr gehabt. Ich bin Single. Ja, das ist eh voll das Training, oder? Musst du mal Hand wechseln, nicht untersuchen. Drauf sitzen hilft auch, haben sie gesagt. Ja. Ja, und das sind jetzt schon die ersten D-Passagen am Anfang von dem Klettersteig, was halt wirklich sehr kräfteraubend waren. Leider ohne Tonaufnahmen, denn mein GoPro hat gemeint, ja, ich habe keinen Bock, Ton aufzunehmen. Aber ihr könnt euch sicher vorstellen, wie ich da geschnauft habe. Von meinen vorigen Videos, ihr kennt mich. Ich bin eine Dampflok. Sicher, du schaffst es. Du musst einfach so nehmen und so zurücklassen und rein auf Reibung. Das ist eh voll ein rauer Stein. Ja, super, genau. Und nachher, komm. Super, Stickel noch. Und kannst gleich da links herstellen. Jawohl. Das war jetzt einmal die Teste. Jetzt ist es eh wieder leichter. Juhu! Oh, das ist bis oben her. Schön, dann geh ich gleich weiter, dann kannst du da hin. Dann kannst du mich kurz raspen. Jawohl. Und zwar. Sportlich haben sie gesagt, gell? Ja. Ich meine, der Felsen ist schön rau wenigstens. Ja, also wenn es da Glitscher geht, das darf man nicht so zahlen. Nein, also. Ja. Wenn es los ist. Hier nicht, ne? Ja, die geht der Steig. Ja, okay. Ja! Jona, ja? Was? Mama, hilf mir! Yeah.
Bam. Hast du auch sowas, was sich austrat bei den Klettersteig gesehen? Ja, funktioniert nicht, gell? Ja. Habe ich bis jetzt noch nie wen gesehen, wo das funktioniert hat. Jawohl. Und da ist er endlich, der Sonnenaufgang. Genau so haben wir sich das vorgestellt. Und in echt ist es einfach nur 20 Mal schöner wie auf der GoPro. Mit so Trittklammern, das finde ich immer cool. Ja. Ist so wie die kleinen Steher, ne? Ja. Also, was Höhenangst hast, dann ist das der perfekte Klettersteig, die Höhenangst zu bekämpfen, muss ich sagen. Ja, 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 was ist los? Was ist das? Den Klettersteig habe ich schon ewig auf meiner Liste. Endlich habe ich ihn. Endlich. Jo, was ist denn jetzt? Nein. Nein. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ah, komm. Der nächste Bergkamst daher. Da haben wir jetzt einen wunderschönen Ausblick. Da sind wir mal rein, da in den Dachsteingebirge. Da. Und da rechts, warte mal, da müssen wir noch weiter reinsummen. Das Bild ist so ein bisschen kriselig. Und das da vorne ist der Donnerkogel mit der Himmelsleiter, da waren wir auch schon. Genau. Das ist ein Dachstein, da müssen wir auch irgendwann noch mal angreifen. Ne? Ja, der Plan ist uns gut aufgegangen. Ne? Also eigentlich hätte man vorgehabt, dass wir auf dem Gipfel und ohne aufgegangen sind. Hm? Naja, du hast ja dann gesagt, du musst dir extra Zeit lassen. Ja, genau. Dann habe ich mir im Klettersteig dann ein bisschen was sehen. Das Panorama ein wenig genießen. Ne? Im Klettersteig. Ja, und jetzt, wie soll das schon wieder gehen? Ich fühle das. Ich fühle das. Ja, mit meinen Händen. Der Kokoleister. Der Kokoleister. Der Wurm im Stall. Kleiner Insider. Liebe Grüße, wenn du das siehst. Kim Klettersteig. Kim Klettersteig. Da gehen wir, komm. Komm mit. Ja, komm. Ja, fein, komm. Komm, kleines Set. Komm mit. Komm mit auf die Reise. Stimmst du jetzt? Sonst wirke ich wirklich ziemlich wahnsinnig schon langsam. Stimmt das? Nein. Ich weiß nicht. Ja, wie beim Weinen. Das kann man ja. Ich hab, glaube ich, noch nicht so viel Mittelfinger. Besonders wie seit der Dicke.
Was ist das? Das ist ja nicht einmal ein Plateau, sondern auch nur ein Sprissel da oben. Mei, ich hasse dich gerade so viel. Liebe Grüße, Valerie. Der Kind, da gehen wir. Nein. Komm, so gehen wir. Hm. Da mal her. Ja. Da mal her. Da mal her. Hang. Und jeder, der was jetzt daherkommt und ein Selfie macht mit dem Sticker, der kriegt einen Sticker von mir zugeschickt per Post. Ja. Und der Erste, was schafft, kriegt einen Patch auch noch. Wir müssen dort so rüber und da geht es steil auf. Das ist nochmal ein richtig heftiger D-Stück. Da gab es einen Fluchtweg. Da kann man zu Hause auf, ohne geht das steig. Aber wir schaffen das. Ja, wir schaffen das. Oh. Gipfel über den Sisi Panorama Klettersteig. Eins muss ich sagen, es war der härteste Klettersteig für mich persönlich, was ich jemals gemacht habe. Ich habe wirklich schon sehr viele Klettersteige gemacht, die ganzen Klassiker im Salzkammergut wie Donnerkugel, Madelkopf und wie sie alle heißen. Ja. Vielleicht liegt es aber auch daran, an den Schlafmangel, keine Ahnung, oder weil ich in letzter Zeit fast keine Klettersteige gemacht habe. Also ein Appell an alle anderen, die was irgendwie nachmachen wollen, bitte macht einige Klettersteige vorher, bevor sie diesen Klettersteig macht's. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal recht herzlich bedanken bei der Simone, die mir ihre Actioncam-Aufnahmen zur Verfügung gestellt hat, denn wie ihr seht, wieder mal keine Tonaufnahme. Und an alle anderen, die was sich das Video bis dahin angeschaut haben, recht herzlichen Dank. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da, ein Kommentar, ein Abo. Würde mich freuen, wenn ihr das Video vielleicht sogar teilt. Und in diesem Sinne sage ich, pfiat euch bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Biegel ist draußen irgendwo in der Natur und erlebt Abenteuer. Was macht ein Nacketag?